Herr Weber, heute war ja eine Demonstration. Was können Sie zu der Demonstration sagen? Wer war das? Wie viele Teilnehmer waren da? Heute hat die Bürgerbewegung Pro NRW eine Mahnwache angemeldet hier auf dem Bahnhofsvorplatz. Da war eine einstellige Teilnehmerzahl, also fast 10 Personen. Es gab eine Gegendemonstration, eine Spontandemonstration von dem linken Bündnis Köln stellt sich quer. Beide Demonstrationsteilnehmer haben hier ihre Veranstaltung abgehalten. Es gab anfänglich ein paar Provokationen, aber letztendlich ist alles friedlich verlaufen. Wir haben gesehen, die Polizei war sehr stark präsent. Können Sie was zu den Einsatzkräften sagen? Wie viele waren Sie vor Ort? Ja,
Ja, zu der genauen Anzahl der Einsatzkräfte möchte ich mich aus einsatztaktischen Gründen nicht äußern. Wir waren mit starken Kräften vor Ort, weil wir gewährleisten wollten, dass beide Versammlungen das Recht auf Versammlung wahrnehmen können. Und wir wollten natürlich Provokationen und Straftaten verhindern. Gab es, Sie haben schon gesagt, so Ausschreitung gab es nicht. Waren Sie mit dem Verlauf der Demonstration, waren Sie da zufrieden, hätte es besser laufen können? Der Verlauf war in Ordnung. Beide Parteien, denke ich, konnten ihre Meinung äußern. Beide sind zu ihrem Recht gekommen. Aus unserer Sicht war das der Verlauf in Ordnung. Super, Dankeschön. Ja. Meine Lieben, Top 24 News ist heute wieder in Köln unterwegs. Wie gesagt, ich habe einen netten Herrn hier stehen, der wird sich zu gewissen Sachen mal äußern. Hallo. Es geht darum, haben Sie das Silvesterabend mitbekommen? Ja, als es dann von den Nachrichten gebracht wurde, habe ich das mitbekommen. In der Silvesternacht nur kurz angehört. Es sind in meinen Augen Verbrecher, die das gemacht haben. Und das hat auch nichts mit Religion und dergleichen zu tun. Einfach nur Verbrecher, die sowas tun. Danke. Es ist gesagt worden, die Polizei hätte mehr Arbeit leisten können. War nicht präsent. Was sagen Sie denn zu den Aussagen von dem Minister? Tja, die Minister schieben hier meiner Meinung nach die Schuld auf die Polizisten, die seit jahrelang gute Arbeit machen mit dem Manning, was sie noch haben. Ja. Die Stellen werden seit Jahren abgebaut. Hier geht die Schuld in meine Richtung eindeutig an die Leute, die sparen wollen, die Politik. Zitat, Frauen seien freiwillig. Was ist Ihre Meinung? Ja, das ist ja totaler Quatsch. Genauso wie es in Hamburg gesagt wurde, ja früher als die Zuhälter hier waren, hat man das noch anders geregelt. Ja, da haben die Zuhälter die Frauen verprügelt. Was ist denn daran besser, bitteschön? Nein, Frauen sind ganz klar gleichberechtigte Menschen und sowas hat überhaupt nicht zu sein, weder bei einer Frau noch bei einem Mann. Es ist gesagt worden, es waren viele Farbige hier, viele Syrer, unsere Flüchtlinge, alles Verbrecher. Wie sehen Sie diese Sache? Es gibt, ich sage immer so, ein schwarzes Schaf macht hier keine Herde. Hier haben sich wahrscheinlich mehr schwarze Schafe zusammengefunden, aber die haben dann diesmal die Herde gemacht. Ich sehe das auf keinen Fall, auf andere ausländische oder Flüchtlinge würde ich das nicht überbrücken. Die Vielzahl ist anständig und hat mit solchen Leuten überhaupt nichts im Entferntesten zu tun. Ich kann Sie jetzt fragen, was wünschen Sie sich? Mehr Schutz, mehr Sicherheit am Bahnhof. Was kann man verbessern? Tja, dass endlich Gesetze, die wir haben, einfach umgesetzt werden, dass Polizisten sich nicht für ihre Maßnahmen ständig überall entschuldigen müssen und dass man im Vorfeld solche Sachen, wie sie hier passiert sind, Hooligans, die im Stadion randalieren, Rechte, die irgendwo demonstrieren wollen, dass man die vielleicht auch genauso schützt mit Polizei, wie das sein sollte. Ja? Also mit genug, da sind ja auch genug Polizisten da, wieso hier nicht? Ja? Dankeschön. Bitteschön.